Luzern ist sehr positiv besetzt. Der Name ist in der Kultur eine Marke, die man kennt, auch international. In Luzern haben wir eine grosse Chance mit dem neuen Luzerner Theater, mit der Saal Modulabel, einen wichtigen kultur- und musikpolitischen Schritt zu machen. Natürlich wird sich der Raum verändern, aber es bleibt ein grosses Stück Freiraum, weil wir ja den Garparkplatz in diesen Bauplatz integrieren wollen. Ich glaube, dass das neue Theater Luzern von entscheidender Bedeutung ist für die Zukunft. Also ich bin überzeugt, dass mit so einem Haus natürlich auch das Spektrum Tourismus erweitert wird, dass wir noch mehr Leute auch wirklich sehr inhaltlich orientierte Gäste aus dem Ausland gewinnen können. Das ist eine einzigartige Chance. This room is intended to have a lot of personality. At the same time, the challenge was to be able to go from something that feels and can function as a very good traditional theater space all the way to something that is a big, open, free space with variations within that the artists can freely and economically play with. Der Saal Modulabel möchte ein Versammeln, ein Teilhaben, gemeinsam den sozialen Aspekt vom Theater wieder ins Zentrum nehmen und zusammen sozusagen auf Augenhöhe mit den alten Stoffen und unserer Geschichte umgehen. Und das ist ein unglaublich innovatives Konzept. Also das ist doch das wahnsinnig Spannende an diesem Projekt, wenn das nicht nur ein Infrastrukturprojekt wird, sondern wenn man sich hier in Luzern ernsthaft über Inhalte unterhaltet, habe ich das Gefühl, dass das für die Zentralschweiz etwas Unglaubliches sein könnte, aber auch viele Fragen beantworten könnte über die Relevanz von Theater 2020, 2030 sowieso. In Bezug auf Musik hat Luzern eindeutig eine Positionierung, was zur Weltstadt macht. Wenn das so ist, dann können wir nicht eine Situation herbeiziehen und sagen, wir machen das einfach irgendwie so, wie das entwickelt hat sich historisch, sondern dann haben wir den Anspruch, dass man das Angebot, das heute schon steht und die grosse Tradition bereichert noch um den Teil Oper, Musiktheater. Today's society is more demanding in some ways. We are hungry for places where we can come together as a society and experience things together. Wir möchten gemeinsam mit den Kulturinstitutionen diesen Schritt jetzt planen und anschließend umsetzen. Und der Prozess, der jetzt stattfinden muss, ist, wir müssen immer wieder an den Tisch hocken und immer wieder erklären, wer man ist, was man will und für was man steht. Es ist eine grosse Chance, die wir haben, dass wir regional, national und international einen weiteren wichtigen Schritt können in dem machen, wo wir ganz stark sind. Und wenn es gelingt, dann ist Luzern absolut an der Spitze. Heute wird uns die Gelegenheit dazu nicht geboten.